Willkommen zurück bei Pokémon Trading Card Game. Ja, auf Wunsch hin, also endlich wurde mal wieder ein Deck gewünscht, auch wenn es nicht mein Bestes ist. Es wurde nach dem Plasma-Deck gefragt. Und auch genau darum werde ich mich jetzt kümmern. Ich habe Skype vergessen zu muten, das tut mir leid. Ich habe... Was? Plasma ist nicht erlaubt? Nee, es ist zwar unter Standard aufgeführt, aber es ist nicht Standard. Leute, dann machen wir das jetzt gerade im Video. Live hier mit euch. Quatsch, ich muss hier auf... Entschuldigt, Leute, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Nein, das habt ihr gar nicht gesehen. Sowas seht ihr nie. Ja, gerade vom Wochenende wieder gekommen und hab gedacht, jetzt nehme ich für euch mal ein Part auf. War übers Wochenende bei meiner Freundin. War schön. Und jetzt muss ich mich wieder um euch kümmern. So, was darf denn nicht mehr drin sein? Ist das die einzige Karte? Nee, Benny muss noch raus und die Energien. Ja. Das nehmen wir auch gleich an, dann muss ich halt dafür Ersatz sorgen. Wen könnten wir denn da als Ersatz nehmen? Ja, wenn ich auch einen Glurak hätte, wäre das so schön. Aber habe ich nicht. Quatsch, Flamly, das ist falsch. Ja, ich weiß, ich habe einen Glurak, aber das ist Glurak X, das ist nicht die Weiterentwicklung. Zumindest nicht die, die ich wollte. Wünschte, wie auch immer. Hierfür müsste ich doch eigentlich noch eins haben, was auch erlaubt ist. Sag bloß, es gibt keins mehr, das erlaubt ist, beziehungsweise das ich besitze. Das gibt's ja wohl nicht. Ja? Leute, bin ich blind? Das gibt echt keins mehr. Gut, dann muss das hier raus. Dann brauche ich da als Ersatz ein anderes Plasma-Pokémon. Also sowas, das finde ich echt unfair. Dass sie mir da sowas streichen. Was habe ich denn schon drin? Was fehlt noch? Was brauche ich noch? Ja, das beste Pokémon, was ich hier eigentlich reintun kann, ist... Ja, das habe ich schon drin. Dann tue ich noch einen Fully Purba rein und noch ein Evoli am besten. So, mache ich das hier weg. Gerade mal nach Evoli suchen. Das ist ja ein Normal-Pokémon, ein Basis-Pokémon. Also das sollte die Wahl relativ einschränken. Kann hier sogar ein Plasma-Evoli mitnehmen. Das ist bloß nicht Team Plasma, aber es ist auch ein Plasma-Booster. Aber ich glaube, das hier ist das beste Evoli. Und ja, von daher... auch das Beste für mich. Uns. Wie auch immer. So, da hier natürlich jetzt wieder mal, ja gut, das ist schon auf Standard eingestellt, einiges sich geändert hat, muss ich gerade mal gucken. Ja, das hier tue ich mal rein. Die neue Karte, wer nicht weiß, was sie bringt, der hat den letzten Part nicht gesehen und sollte das dringend einmal nachholen. So, und jetzt kann ich noch eine Energiekarte reintun. Und ich entscheide mich an dieser Stelle für eine Elektroenergie, weil die so schön aussieht. Brauche ich zwar wahrscheinlich nicht, aber immerhin habe ich sie. So, als ja, Plasma-Zeichen ist hier, glaube ich, relativ angebracht. Und schon ist das Deck auch spielbar. Hoffe ich zumindest. Ja, jetzt macht das. Gruß an dieser Stelle an NewCraftStar, ich habe dich ja im letzten Part erwähnt gehabt. Und jetzt hast du mir prompt darauf gesagt, was ich nehmen soll. Finde ich gut. Leute, ihr solltet mir viel öfter sagen, was ich für Decks spielen sollte. Sonst bin ich hier immer etwas ratlos und habe so das Gefühl, ich rede gegen die Wand. Und das möchte ich nicht. Wer möchte schon gern gegen die Wand reden? Also ich habe jetzt zumindest ein Basis-Pokémon jetzt liegen, das ich auch benutzen darf. Das finde ich schön. Nämlich mein kleines liebes Dialga. Und das werde ich auch gleich mal einsetzen. Während ich auf der anderen Seite mein Evoli vorbereite. Auf den Krieg. Und das hier ist wirklich Krieg. Auch das ist ja niedlich. Ein kleines Trassler gegen ein großes Dialga-Ex. Wer diesen Kampf macht, das werden wir wohl noch erfahren. Unser Gegner wird wahrscheinlich nicht kampflos aufgeben. Wäre ja auch langweilig, wenn er das tun würde. Also ich fände es zumindest langweilig. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Würdet ihr das langweilig finden? Kurze Pause lassen, um hier eine Antwort einzufügen. Nein, ist natürlich Quatsch. Ich weiß ja, dass ich selten Antworten von euch bekomme und ich muss damit leben.
Und ja, dieser nette Gegner oder minder nette hat einige, ja, Noctowl finde ich gar nicht mal so schlecht, einige Pokémon wollte ich sagen, die mich doch ein wenig beeindrucken. Also zumindest, wie erwähnt, das Noctowl. Und gleich kann ich Umkehrschneide anwenden. Ah, ich freue mich wirklich. So. Das hier reduziert jetzt die Rückzugskosten unserer Team Plasma-Pokémon um 2. Das ist schön, das ist toll, das ist der Anton aus Tirol. Leute, ich weiß nicht, was ich hier laber. Also zieht mich bitte nicht zur Rechenschaft dafür. Das ist, ich bin manchmal ein bisschen merkwürdig, aber das wisst ihr ja bereits. Besonders wenn ich müde bin, so wie heute. Aber ich bin ja auch öfter müde, muss ich auch sagen. Oh Gott. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's hier echt gefährlich. 80 Schaden. 80 Schaden. 80 Schaden ist viel. 100 Schaden dank dem komischen Macho-Band. 100 Schaden ist zu viel. Nee. Leute, nee. Wenn ich jetzt mit Dialga Umkehrschneider anwende, ist hier alles vorbei. Stattdessen muss ich das Ganze hier ein wenig strategisch machen. Die 60 Schaden in Kombination mit den 100 Schaden, die gleich, oder 90 Schaden, die gleich auf das Vieh niederrasseln werden, sollten eigentlich reichen, um es auszulöschen. Und dank Vorspulen darf ich auch noch sein Deck reduzieren. Muhaha. Dialga ist ein tolles Pokémon. So, die 60 Schaden sind kassiert. Damit kann ich jetzt meinen Dialga aufrüsten und begehe den Rückzug. So, dann zeigen wir doch mal, was Dialga so drauf hat. Mit Vorspulen. Vorgespult und die Karten vernichtet. Oh, Doppelenergie. Doppelenergie wegmachen, finde ich klasse. Und wir kriegen schon unsere erste Preiskarte geschenkt. Mal gucken. Feuerenergie passt. Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal unser Glaziola aufrüsten. Ja, ich hab's mit den Namen nicht. Die Namen der neuen Evolutionsstufe von Evoli seit Nachtara und Psyana sind mir etwas suspekt. Ja, suspekt ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich habe sie nicht wirklich gut im Kopf. Und jetzt mal gucken, was hierbei rauskommt. Eine Karte, die ich nicht angucken darf, deswegen will ich auch gar nicht warten, die werden wir eh bald sehen. Falls sie irgendwann mal fertig geladen ist. Der nimmt sie wieder zurück und gibt sie dem neuen Poké. Oh nein. Das hat er jetzt gerade nicht wirklich getan. Bitte sagt mir, das hat er nicht getan. Er hat nicht Mewtwo X gespielt. Dieses Mistvieh. Ich hasse es so abgrundtief. Und ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Außer vorspulen. Juhu. Aber ich spule so gerne vor. Und mal wieder schön Energiekarten weggepustet. Und noch neue Wasserenergie. Ich leg das Vieh einfach schlafen. Soll schlafen und daran verenden. Ja, der X-Ball, der reicht schon, um unser Dialga umzulegen. Das schöne Dialga. Das musste so jung sterben. Ja, nimm dir deine Energiekarten. Wenn du glücklich bist, nimm sie dir. Nein, du wirst nie damit glücklich sein. Nicht so wie ich. Na, ich weiß auch nicht, was ich heute laber, aber vielleicht freut es euch ja. Schreibt mir das auf jeden Fall mal, ob ihr das gut findet, wenn ich mal etwas merkwürdiger kommentiere als sonst oder ob ihr das schlecht findet oder, ach, ich weiß ja auch nicht. Ich sehe jetzt erstmal dazu, wie das Mewtwo vom Gift vernichtet wird. Ich hoffe zumindest, es wird vernichtet. Vergiftet ist es ja schon. Ja, und jetzt kommt dieser Psychoantrieb, der, ja, unser Pokémon hinrichtet. Ohne Gnade. Aber das Gift wirkt und hoffentlich die Müdigkeit auch. Eissturm. 60 Schaden und einen netten Schlaf. Ach, es wacht auf. Gut. Leute, dann ist der Kampf an dieser Stelle, glaube ich, vorbei. Sieht zumindest nicht danach aus, als hätten wir noch irgendeine Chance. Denn wenn jetzt der Psychoantrieb kommt, ist das Spiel rum. Ja, 140 Schaden. 140? Ach, der hat hier X-Ball angewendet. Gut. Und nicht mal einen schönen Preis. Naja. Ja, ihr seht hier, ich habe wieder meine 11 Coins. Und ich kann gerne nochmal gucken, ob inzwischen ein Turnier angefangen hat. Beziehungsweise eins angesetzt ist. Nein, immer noch nicht.
Dann machen wir doch einfach nochmal mit dem Team Plasma Deck. Ich weiß, ich habe nur noch 5 Minuten, aber ich denke, das kriegen wir hin. Ansonsten muss ich halt den cutten und dann seht ihr das hier jetzt schon einen Tag später. In dem Fall begrüße ich euch zurück. Einen Tag später, 2 Tage später. Ist ja auch wurscht, wann ihr das seht. Mein Gott. Und nur Kanivana. Könnte schöner sein. Dann wird der Kampf wohl relativ schnell entschieden werden, wenn ich nichts Besseres ziehe. Obwohl, wenn ich jetzt zu Heido ziehe, ist wiederum was anderes. Ja, ich zieh natürlich. Oh, und wir dürfen es weiterentwickeln. Das ist wieder schön, sehr schön. Steinschild, das ist nicht schön. Gar nicht schön. Geh weg. Gegner, geh weg. Zuhaido hat auch nur 90 Leben. Aber was die können, können wir auch. Nämlich unser Pokémon gerade mal hier zurecht stutzen. Nee, zurecht. Zurecht. Ja, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. So, dann Wasserenergie und die Elektroenergie nehme ich auch gerade mal mit. Ich weiß, ich hätte eigentlich eine Pflanzenenergie nehmen sollen. Für Fully, aber was soll's. Greif mich an. Was bringt das überhaupt? Nein, er kann uns verwirren. Obwohl, Verwirrung ist uns ja relativ wurscht, weil wir können ja hier gerade mal mit der Evo-Brause arbeiten und uns weiterentwickeln. Wir sind ja nicht starrsinnig, wir entwickeln uns weiter. Und ziehen dann gleich den kräftigen Biss hier. Mit bis zu 60 Schaden. Ja, 60 Schaden, sehr schön. Leider selber 60 kassiert. Falls er uns jetzt angreifen sollte, richtig angreifen mit Schaden, was er nicht kann, würden wir beide drauf gehen. So geht nur einer von uns. Und so wie ich uns kenne, werden wir das sein. Frachtflug. Das ist die Frage. Soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Psychoenergie kann ich eh sonst nirgends anlegen und ein Angriff lohnt sich nicht, deswegen vergifte ich es erstmal. Das ist, glaube ich, jetzt an dieser Stelle das günstigste, was ich machen kann. Weil wenn ich es angreife, ist Torhaido weg. Ne, will ich nicht. Ich will nicht, dass unser Torhaido jetzt stirbt. Das brauchen wir noch. Aber unser Gegner wacht auf, wird wahrscheinlich zum Gegenangriff übergehen und sich damit auch töten. Nee, keiner von uns traut sich anzugreifen, weil er draufgehen könnte. Finde ich aber an sich nicht schlecht. Gibt uns die Gelegenheit, noch ein bisschen hier auszuruhen, uns zu entspannen und zu warten und zu warten und zu warten. Habe ich warten das schon erwähnt? Und das passt mir nicht. Ach, er gibt auf. Gut. Finde ich schön. Wir kriegen noch eine kleine Überraschung zum Schluss. Mal gucken, was es so wird. Ein Booster Pack, aber das werden wir in diesem Part nicht öffnen, weil ich warte wieder, bis ich ein bisschen was zusammen habe. Lasst mir doch einen Kommentar da. Daumen hoch, schreibt mir, welche Decks ich nehmen soll. Wollt ihr noch was Plasma-Deck sehen oder wollt ihr mal was anderes haben? Wollt ihr, dass ich weiterhin irgendwie so ein bisschen geistesabwesend kommentiere oder eher, dass ich super toll wieder kommentiere wie sonst immer? Ah, ich weiß es nicht. Also Leute, lasst mir was in der Start, Daumen hoch, tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Wolf.